Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich will hier jetzt mittlerweile langsam raus aus der Wüste. Das ist mir deutlich zu viel gewesen mit den Zombies. Also nicht, dass ich die nicht besiegen konnte oder so. Wir haben 6 Folgen investiert daran, nur Zombies zu besiegen. Aber die Rede ist wirklich davon, nur Zombies. Es gab irgendwie gefühlt keine anderen Gegner. Vielleicht hin und wieder mal so ein Sandcrawler. Hier, da haben wir wieder jede Menge Zombies und Tote. Das war mir zu viel mit denen, einfach auf Dauer. Und da würde ich lieber gerne mal irgendwo anders hin und gucken, was wir da sonst noch mal. Vielleicht verlassen wir schon die Wüste. Ich will eigentlich gerne jetzt die Wüste mittlerweile verlassen, dass irgendwie einen Tapetenwechsel mittlerweile haben. Das wäre mir jetzt wichtig. Irgendwas stimmt gerade mit den Texturen nicht. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Alter. Was war das denn jetzt für eine Drehung? So. Aber ich brauche den Tapetenwechsel. Ich will hier jetzt einmal weg. Ich will hier einmal raus. Und vielleicht gehen wir auch einfach wieder erstmal zurück ins Herzland. So. Da! Da! So, nehmen wir alles mit. Und nochmal speichern, weil ich weiß, wie gut ich hier kämpfen kann. Also gerade gegen Tiere und so. So, komm. Ja. So, nimm alles mit. Sind das Goblinbären? Nee, das sind keine Goblinbären. Schade. So, was müssen wir da ja auch noch irgendwie befreien. Ja, die Musik habe ich vermisst. Apropos Kochtopf, kann ich da irgendwas reinmachen? Ein Topf. Kann ich nur einen machen? Vielleicht waren es nur die Zutaten. Wein, Möhre, gebratenes Fleisch. Ah, okay. So. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Haben wir hier noch Quests in dem Gebiet? Wir sind ja Lago, glaube ich. Shaktio, der Wüstenlöwe. Sibus, flauschige Träume. Na, okay, hier können wir nichts machen. Außer hier irgendwo mal kurz pennen, damit die Gesundheit wieder voll ist. Können wir die Wasserpfeife rauchen und dann Gesundheit voll machen? Tatsächlich, es füllt ein bisschen auf. Da können wir eben kurz eine rauchen. Wenn das für die Gesundheit hilft, dann brauchen wir nicht zu pennen. Nur interessant, dass die eine Seite da irgendwie, also der eine Schlauch, da links neben uns herfliegt. So. Ach komm, ich glaube, das könnte reichen. Fürs Erste.
Und dann können wir hier nochmal vielleicht Wasser trinken. Wasser wecken. Soll ja auch helfen. Erinnert mich aber auch ein bisschen an, Dings, wie heißt das nochmal? Prince of Persia. Sands of Time, da muss man ja auch oft Wasser trinken für die Gesundheit. So, einmal noch. Speichern. Und weiter. Stimmt, das war das Ding da mit den Untoten, was wir... das sind zu viele. Obwohl, der ist alleine. Egal. Ich will eine bessere Rüstung haben mittlerweile. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ist denn das, was wir jetzt haben. Das ist die normale Rebellenrüstung. Die wir hier haben. Also nicht die leichte Rebellenrüstung, sondern die normale. Dann das nächste wäre die schwere Rebellenrüstung. Und danach die Paladinrüstung. Und die will ich haben. Beziehungsweise eventuell auch schauen, dass wir die vielleicht selber irgendwie herstellen. So, wir sind hier jetzt in. Das war Lago. Und dann jetzt hier Ben Arai. Crawlerjagd. Hier haben wir noch ein paar Dingens hier offen. Ein paar Quests. So, noch eine Kaktusblüte. Nein. Ist schon bereits geschärft, okay. Ich finde es aber super, dass wir jetzt mittlerweile Waffen schärfen können. Du solltest mich besser nicht stören. Nochmal ganz kurz gucken. Crawlerjagd im Westen. Mit Vasco mussten wir da deswegen reden. Wo ist denn Vasco? Oder was haben wir noch? Kopfgeldjagd, Hoodie, Jaspers, Luca muss verschwinden. 10 Kaktusblüten. Oh. Ja, gut, hier haben wir noch eine. Jetzt haben wir 2. Mal gucken, wo es hier noch Kaktusblüten gibt. Das war jetzt doof. So, Wolfskraut. Snapperkraut. Sumpfkraut. Der Scheiß wächst auch überall. Noch ein Sonnenkraut. Hätten wir die Kaktusblüten nicht verkauft, aber egal, dann gehen wir einfach weiter. Ich habe gerade wenig Lust auf die Wüste. Wir kommen noch mal wieder, auf jeden Fall. Spätestens, wenn wir uns für eine Seite entscheiden. Und hier dann irgendwie alles befreien wollen oder so. Da sind mir zu viele. Das sind mir echt zu viele von denen. Alter, wie viele...
Warte mal, was haben wir denn da? Da sind Löwen. Gefällt mir gerade gar nicht. Die sind jetzt wieder neu hinzugekommen, kann das sein? Die hatten wir doch schon mal besiegt. Genau hier am Wasser. Ich nehme trotzdem mal alles mit. Dann fülle ich hier nochmal mein Leben auf. Kann ich da gedrückt halten und das füllt das länger auf? Ne. Ich muss das wirklich einzeln. So. Einmal noch. Die sind mir echt viel zu viele. Richtige Mistviecher, genau wie die Wölfe. Die Schakale. Und die Feuerwarane hier auch schon wieder. Alter, wieso sind hier so viele von denen? So, dann sind wir zumindest erstmal wieder in Braga. Diego chillt hier noch immer. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ah, hätten wir auch machen können, Meisterdieb zu werden. Hier, womöglich Schlösser. Bring mir was über die Jagd bei. Zu Diego müssen wir auch nochmal. Aber ich habe gerade keine Lust mehr auf die Wüste. Deswegen gehen wir hier mal wieder zurück ins grüne Tal. Es liegt alles in Belias Hand. Ich hoffe, die Banditen, die hier waren, sind nicht wieder da. So, hier haben wir noch eine Kaktusblüte. Hier ist ja zumindest alles weg. Die ganzen Leichnamen. Nur die sind halt geblieben. Hatten wir die schon gelootet? Ja. Hier auf. Stimmt, hat eine Viech da drinnen, können wir jetzt endlich kaputt hauen. So, hier hatten wir auch alles, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube schon, dass wir hier alles hatten. Nee, hatten wir nicht. Stimmt, aber wir können jetzt endlich mal in die Höhle da rein.
die hier hinten irgendwo war. Wo waren die jetzt nochmal genau? Ist das die Höhle? War das die? Da haben wir eine. So, nehmen wir auch mit. So. Warte mal. Das sind keine normalen Minecrawler. Doch. Ich finde es schön, dass die da feststecken. Ja. So, Minecrawler. Jede Fleischwand auch einmal weg. So, hier ist noch einer. Das sind alles Erfahrungspunkte, die nehmen wir alle mit. Was ist das denn für ein Schwert? Nein, nicht das Lagerfeuer. Rostiger Zweihänder. Viel Gold. Krug. Ich habe noch nicht alle eingesammelt, ja? Goldpokal. Holzschild. Schatulle. Goldpokal, Silberpokal, noch ein Morgentau. Was habe ich eingesammelt? Keine Ahnung. So, nehmen wir alles mit. So. Fehlt hier noch was? Der Seite glaube ich nicht. So. Nehmen wir wieder alles mit. Kelle. Pfanne. Fläschchen. Die Truhe nehmen wir auch mit. So, was haben wir hier? Nehmen wir alles mit. Nein, nicht die Truhe wieder. So, Zauberwurzel. Hier wieder alles mitnehmen. Ah! Was ist das? Da sind noch zwei. So, liegt hier noch irgendwo einer? Da leben noch ein paar. Der Fleischwanz ist ein schlechter von Mythana.
Ich frage mich, ob irgendjemand sich mal die Mühe gemacht hat, alle Fleischpflanzen zu zählen, die es hier in Myrtana gibt. In der Kolonie hatte jemand das mal gezählt. Da waren es, glaube ich, um die 10 Stück. Von denen. So, ich speichere mal. Gucke ich hier nochmal. Ah, 17.000 fehlen noch. Kriegen wir auch noch hin. Dann mal gucken, was hier uns noch an Quests fehlen. Die sind auch schon wieder da. Ich hoffe, die Trolle da hinten sind nicht wieder da. Oder die Schrate. Oder die Ripper. Ich hoffe, die sind nicht wieder da. Okay, die sind nicht da. Das ist gut. Was habe ich im Visier? Ah, hier. Schlange. Jetzt kommt's Level up durch diesen ganzen Kleinviech. So, aber ich habe jetzt wirklich diesen Tapetenwechsel hier gebraucht. Wir gehen mal hier rum. Okay, die Blutfliegen sind wieder da. So, das nehmen wir mit. Und warte mal, da war auch... Die Dodos sind auch wieder da. Boah, wir müssten wieder auf Dodo-Jagd gehen. Oder allgemein. Also Scavengers, Rehe und so weiter. Damit wir wieder Fleisch bekommen. Wir brauchen wieder sehr viel Fleisch. Das Doofe ist, ich kann die Dinger, also die Tiere hier, nicht einfach mal so offscreen jagen gehen, weil man levelt dann automatisch mit. Ach, die Snapper. Ich renne mal an denen vorbei. So, die haben wir ja erledigt. Na, wir lassen die Kuh am Leben. Heilwurzel. Beziehungsweise, warte mal. In Gothic 2 war das irgendwie möglich, wenn man die Dinger... Hier kann man die nicht konsumieren. Okay. Schade eigentlich. Dann wieder so ein scheiß Wolf. So. Hi, Taurus. Nichts Neues. Die Bewohner haben keine Ehre, das
Also verkaufen wir deine Ware. Eben den ganzen Scheiß, den wir haben. Wie den rostigen Zweihänder, das Schwert, das hier, das. So, was können wir hier verkaufen? Den hier. Wolfskraut, Sumpfkraut, Pelznessel, Snapperkraut. Dann hier, das kann weg und das kann weg. So, Waldbeere behalten wir, das behalten wir, das behalten wir. Dann kann das weg. Hier, die können weg, die Hake kann weg. Davon kann einer weg. So, das weg. Ein Krug, Messer. Die können komplett weg. Pfanne behalten wir jetzt. So, Waranleder. Das auch noch weg. Und das hier auch noch mal weg. So, was hat der hier? Ein Zweihänder. Könnten wir auch machen. Klingschaden 75. Wenn wir den schärfen, hätten wir 90 Schaden. Ach komm, egal. So. Mal gucken, wir sind ja jetzt hier in Treles, Karmax Artefakt, plündere die Burg in Treles, plündere die Höfe. Wenn wir nach hier Geldern, da fehlen uns noch ein paar Sachen. Aber die Alchemistenringe haben wir nicht gefunden, das ist unser Geheimnis des Druiden Runak. Finde den Druidensuchtrupp der Orks, Gunok der faule Ork, mobilisiere die Menschen in Geldern für Thorns Druiden. Töte den Druidenturm. So, Candela soll nach Okara gehen. Jage die garstigen Schattenläufe. Okara braucht mehr Männer. Befreie Silden vor den Orks. Der Kriegsherr Umbrak will den Tod vom Rebellen führen. Hatlots verschlammte Werkzeuge. Inok lässt heimlich Sklaven frei. Kadirs jagt nach einem neuen Sklaven für Silden. Töte den Stadtschaman Grompel. Töte die entlaufenden Sklaven aus Silden. Nee, lassen wir. Komm, wir gehen einfach mal zurück nach Rotha. Ich will mal wissen, was Gorn da Neues gemacht hat. Wie es da bis jetzt aussieht. Und Faring waren wir auch bisher noch nicht. Toll. So, ich hoffe, der hat eine Goblin-Bär. Nein, hat er nicht. Schade. So, einen Moment. Mein Spul schon wieder. Und wir können auch da noch mal pennen gehen, würde ich sagen. Haben wir Lernpunkte? Nö, wir haben keine Lernpunkte. Aber was können wir hier noch mal machen? Enos. Ein Schrein. Lebenskraft, magische Kraft, Ausdauer. Gewähre mir das hohe Wissen der alten Magie. Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Flammenschwert rufen, Flammenwelle, Wort der Herrschaft. So, Wissen über Alten. Gewähre mir die Kraft deines Segens.
Lichtheilung, Vergiftung heilen, Krankheit heilen, Feuerball. Gewähre mir Lebenskraft. Plus 20, 5 Lernpunkte und 125 Gold. Gewähre mir magische Kraft. Gewähre mir magische Kraft. Okay. Und gewähre mir Ausdauer. Gewähre mir Ausdauer. Finde ich interessant. So, bis zum nächsten Morgen. Einmal Leben wieder voll machen. Und dann gehen wir mal nach Gotha. Ich will wissen, was Goron da macht. Ich glaube, wir werden aber auch demnächst mal irgendwie so ein paar Folgen machen, wo wir durchgehend nur noch auf Jagd sind. Damit wir das alles hier mal voll kriegen, so die Skillpunkte hier ein bisschen in die Höhe treiben. So 517.500 Punkte. Dass wir das alles hier voll kriegen und dass wir dann nur noch wohl in Magie auch investieren könnten. So ein paar Zaubersprüche lernen. So ein Flammenschwert hätte was auf jeden Fall. Wir könnten aber auch schauen, dass wir vielleicht jetzt soweit sind, um nach Nordmar zu gehen. Aber ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall eine Paladin-Rüstung irgendwie. Kostet 260.000 Gold. Aber an die kommen wir ja auch noch irgendwie ran. So, ich speichere einmal. Vor allem hier ist Respawn ja eh alles. Also von den Tieren bis jetzt. Also ich habe bis jetzt noch nicht so das Gefühl, dass es die ganzen Tiere nur einmal gibt. Sondern dass die schon einfach wiederkommen. Dass sie einfach eine gewisse Zeit brauchen und dann kommen die wieder. Warte mal. Sind wir schon in der Lage, gegen Varg zu kämpfen? Jo. Wolfsfell. Aber die geben auch Fleisch. Hätte ich vielleicht irgendwie mein Leben aufladen sollen. Hätte vielleicht Sinn gemacht. Aber da vorne war eine Dingenspflanze. Da. Was war das hier nochmal? Eine Flammenbeere. Die gibt Mana. Oder? War das so? Was ist das? Urne der Totenwächter. So, Flammenbeere.
Genau, plus 2 Mana. Haben wir jetzt 138. Aber egal, wir gehen nochmal nach Gotha. Ist ja schon gleich da vorne. Warte mal. Hier waren wir noch gar nicht, Faring. Wir haben hier noch nichts gemacht. Wir könnten nach Faring gehen und da vielleicht ein paar Quests. Aber ich will hier mal gucken, was gibt's Neues? So, Schmied, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Langschwert, Bastardschwert, Zweihänder, Rubinklinge, ein Degen. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Wir könnten hier eine Söldnerarmbrust kriegen. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. So, befreiter Sklave. Hast. So, wo ist Gorn? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Da ist er. Klar, warum nicht? So. Okay, ich kann ihn nur zum Mitbringen. Mitnehmen. Brach hier nicht noch. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Hör bloß auf mit der Scheiße. So, Rebell, Rebell. Schmied, was hat er? Zeig mir deine Ware. Ah, okay, der hat. Kann dir doch egal sein. Was kann denn schon groß passieren? Der hat auch nichts Neues. Du solltest meinen Rat annehmen. Am besten erledigst du das selbst. So, Händler, was hat er? Zeig mir deine Ware. Fleischwanzen-Ragout, Rezept. Wenn er so weitermacht, wird so, dann haben wir Schnaps, eine Weltkarte, Bolzen, einen Heiltrank. Naja, komm, wir nehmen einmal das Fleischwanzen-Ragout. Und speichern einmal und dann gehen wir mal nach Faring. Wir sind ja schon in der Lage, dahin zu gehen. Wir können ja jetzt nicht mehr krank werden oder vergiftet werden. Also von daher können wir dahin. Wir sind ja wegen so einem gewissen komischen Lurker zurückgegangen. Nicht mehr weiter. Ich renne mal an denen vorbei, weil... Aktuell sehe ich mich noch nicht in der Lage, gegen Rudel anzutreten. Oder es waren hier einfach zu viele Snapper, kann auch sein. Und noch ein Ripper. Ja, super. Ein Ripper schaffen wir, oder? Ja. Okay, den haben wir geschafft. Das muss dann Faring sein. Ich höre hier was Großes. Jo, da sehe ich das Große. Aber ich gehe mal hier hoch. Ich will mal wissen, was es hier gibt. Mitch!
Was machst du hier unten? Was soll ich noch oben im Dorf? Ich bin total abgebrannt. Mein letztes Gold habe ich bei Curtis in der Arena verloren. Wenigstens habe ich noch eine Flasche Nordmarer Nebelgeist. Der hilft mir über die langen Stunden. Okay, was muss ich über das Dorf wissen? Faring ist eine alte Burg der Paladine und jetzt das Zentrum der Besatzung. Khan, der Anführer aller Orks, ist dort und natürlich haufenweise harter Kämpfer. Da kommst du nur schwer rein, aber ich hab's geschafft. Okay, und wer ist Curtis? Ihm gehört die Arena oben im Dorf. Sie ist nicht besonders groß, aber es reicht, um bei den Orks ein bisschen Eindruck zu machen. Okay, wie bist du in die Burg gekommen? Ich habe für die Orks gearbeitet. Das ist deine einzige Chance. Aber pass auf, wenn sie einmal sauer sind, wird's nichts mehr mit der Burg. Was wolltest du in der Burg? Ich wollte mir ein Schwert besorgen. Nicht irgendeins. Eine Erzwaffe. Weißt du, was der Schmied zu mir gesagt hat? Der meinte doch glatt zu mir, ich soll erstmal 3 Trolle töten. 3 Trolle! Ich bin vielleicht verrückt, aber ich bin nicht wahnsinnig. Machen wir später. Will jetzt erstmal hier rein. Rocco, was buddelst du hier rum? Ich suche nach wertvollen Sachen. Ist schon seltsam, was man nach einem Krieg alles im Schutt finden kann. Okay, schon was gefunden? Ja, ich habe einen tollen Ring gefunden. Ich glaube, er ist magisch. Sobald ich ihn trage, geht das Buddeln viel leichter. Willst du ihn kaufen? Was soll er denn kosten? 250 Goldstücke. Hast du sonst noch was zu verkaufen? Nein, aber hast du Interesse an einem kleinen Geschäft? Es gibt da eine Höhle, ganz hier in der Nähe. Ich bin mir sicher, dort ist eine ganze Menge zu holen. Wo ist das Problem? Irgendwas ist in der Höhle. Tiere, Monster, irgendwas. Du erledigst das für mich und ich schenke dir einen dicken Brocken Erz. Wo ist die Höhle? Neben dem Turm, oberhalb des Dorfes, ist ein kleines, verwildertes Tal. Ganz am Ende ist die Höhle. Okay. Rockos Höhle. Was ist denn das für eine Höhle? Okay, hier gibt es Schaufelspitzhacke und einen Teleportstein. Ich glaube, abgesehen von denen nach Vanguard und einen, der aus Vanguard wieder rausgeht, habe ich bisher noch nie hier eins benutzt. Irgendwie laufe ich gerne. Ich weiß nicht warum. So, Orksöldner. Blind. Was willst du, Fremder? Ich will etwas über die Burg wissen. Seit Khan und seine Kämpfer da sind, lassen sie nur noch ausgewählte Menschen hinein. Nicht mal ich kann rein. Und dabei könnte ich drinnen bestimmt ein paar Geschäfte machen. Ich werde einen Weg in die Burg finden. Das will ich auch. Pass auf. Ich weiß etwas, das uns beide weiterbringt. Erzähl. Um in die Burg zu kommen, musst du die Orks hier draußen überzeugen. Ich kann dir dabei helfen. Und wie? Ich habe einen guten Schnaps da. Der wird den Orks gefallen. Bring jedem eine Flasche mit meinen Grüßen. Okay, was habe ich davon? Ich kenne alle Typen, die hier im Dorf rumhängen. Wenn du mir hilfst, sind ein paar nützliche Ratschläge für dich drin. Okay, gib her. Gut, gib her deinen Schnaps. Bring Mojok, Gorok und Gnar jedem eine Flasche. Aber vergiss nicht, Grüße von mir zu bestellen. Klar. Wo finde ich Mojok? Ach, geh einfach durchs Dorf. Dann nimmst du den Weg hinauf in die Berge. Du findest ihn am Turm. Okay, und wo finde ich Gnar? Er steht auf dem Weg zur Burg. Okay, ich will was trinken. Klar. Nimm erst mal einen kühlen Schluck. Ist zwar nicht mehr viel da, aber es sollte reichen, um dir den Staub aus der Kehle zu spülen. Nice. Gehen dir die Vorräte aus? Das kannst du wissen. Die Orks saufen mehr als die Jäger. Übrigens, wenn du nicht hinhauen willst, oben ist genug Platz. Aber lass die Finger von den Sachen der anderen Gäste.
Okay, welche Gäste hast du noch? Welche Gäste hast du noch? Die ganzen Söldner und diesen Ali. Er kommt aus der Wüste und versucht ebenfalls in die Burg reinzukommen. Jeden Abend rennt er rum und redet mit den Orks. Aber mit Reden ist bei den Orks noch niemand weit gekommen. Das wird er auch noch merken. Okay, müssen wir den Ali auch mal kennenlernen. Also hier darf ich rein, nach oben. Er ist einfach nur ein Ork-Söldner. Wohin nach oben? Gordo. Wieder ein Morra, der in die Burg will. Pass auf, ich sag's nur einmal. Nur wenn wir alle zustimmen, wirst du in die Burg kommen. Wir alle? Ich und Mojok, der den Pass bewacht. Und Gnar, der die Burg bewacht. Kapiert? Machst du hier Ärger? Dann war es das. Schlafen kannst du bei Flint. Okay, ich hab hier Schnaps für dich. Hier ist Schnaps für dich. Gut. Ich habe schon darauf gewartet. Mit den besten Grüßen von Flint. So, ich will über den Pass. Ich will über den Pass. Der Pass ist dicht. Kein Morra darf durch. Warum? Kriege ich deine Zustimmung? Kriege ich deine Zustimmung? Die hast du nicht. Ach was, kann ich irgendwas tun, um sie zu bekommen? Zeige mir, dass wir dich brauchen. Das Dorf hat genug Probleme. Okay. Tom. Hab mich schon gefragt, wann du kommst. Wieso? Ich hab dich ins Dorf kommen sehen und wusste, dass du über den Pass willst. Wir Jäger sind nun mal die einzigen, die zum Jagen nach Nordmar dürfen. Wir sind auch die einzigen, die dich über den Pass bringen können. Erzähl mir was über Nordmar. Erzähl mir was über Nordmar. Eine Jagd in Nordmar ist was ganz anderes als hier. Das ganze Land ist durchzogen von tiefen Schluchten und hinter jeder Ecke lauert der Tod. Für die Jagd ist das so ziemlich die beste Gegend, die es gibt. Und die gefährlichste. Wo ist der Pass? Wo ist der Pass? Oben am Turm. Geh einfach den Weg rauf. Ich will bei euch mit... Ne? Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich bin kein Lehrer. Ich kann dir einen Tipp geben, wo du jagen kannst. Wenn du was lernen willst, geh zu Wilson. Okay, wo kann ich hier jagen? Wo kann ich hier jagen? Unten im Wald gibt es einen Haufen Wölfe. Knar wird die Felle gerne annehmen. Ah, okay. Was passiert, wenn ich sage, ich will bei euch mitmachen? Ich will bei euch mitmachen. Die Sache läuft so. Du zeigst mir, dass du anpacken kannst. Dann habe ich nichts dagegen. Verstanden? Okay, was soll ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Du kennst den fetten Wüstenhändler Ali? Er prahlt die ganze Zeit mit einem Artefakt, das er den Orks verkaufen möchte. Bring es mir. Und wie soll ich das tun? Das ist deine Sache. Lauer ihm auf. Hau ihm ein paar auf die Fresse oder beklau ihn. Was willst du mit dem Artefakt? Was willst du mit dem Artefakt? Ich will vor allen Dingen nicht, dass dieser Typ in die Burg kommt. Wenn sein Artefakt wirklich aus Nordmar ist, hat er es gestohlen. Ich mag keine Diebe. Okay, was ist... Wen gibt's hier noch? Auch Söldner? Wilson. Hey. Hey, willst du mit mir handeln oder geht's um den Pass? Ich komm von Tom. Ich komm von Tom. Tom also. Und, ist er einverstanden? Noch nicht. Noch nicht. Gut. Also, es geht um Folgendes. Du erledigst unsere Aufgaben und anschließend gehen wir mit dir jagen. Dann bist du ein Jäger und kommst über den Pass. Ansonsten nicht. Okay, was ist mit dem Pass? Was ist mit dem Pass? Die Orks haben den Pass dicht gemacht. Nur wir Jäger kommen noch durch. Wenn wir dich da durchbringen wollen, müssen wir sicher sein, dass du der Richtige bist. Okay, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich will, dass du dieses Schattenläuferfell für mich verkaufst. Ich will, dass du es Gnar dem Ork vor der Burg verkaufst. Und ich will 500 Goldstücke dafür haben. Wo finde ich Gnar? Meistens steht er vor der Burg. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Für 50 Gold zeige ich dir, wie man jagt. Komm. Ich will bei dir lernen. Hast du das Gold? Hier. Alles klar. So, bring mir was über die Jagd bei. Bring mir was über die Jagd bei. Was kann er mir beibringen? Umgang mit dem Bogen verbessern. Meisterschütze, Bogen. Und Großwildjäger. So, was hat er im Angebot? Zeig mir deine Ware.
So, Armeebogen. Waldläuferbogen. Langbogen. Der kostet einfach 13.500. Eine verbesserte Version des Langbogens mit speziellen Verstärkungen. Machen wir mal so. Dann kann er das haben und das haben. Das haben wir hier. Nichts für ihn. Hier den Knüppel dafür haben. So. Goldausgleich. Haben wir wieder ein paar Pfeile mehr. So, Tom, Orksöldner. Noch ein Orksöldner. Noch ein Orksöldner. Hier ist das wahrscheinlich, wo ich pennen darf. Ne? Ali! Ah, noch ein Fremder auf Reisen. Willst du auch in die Burg? Ich hoffe, du hast ein passendes Geschenk dabei. Schlüssel aus der Tasche klauen, Was für ein Geschenk? Was für ein Geschenk? Für den großen Khan. Ich habe ein Artefakt aus Nordmar mitgebracht. Es hat mich eine große Summe Gold gekostet. Aber die Investition wird sich lohnen. Was ist das für ein Artefakt? Ein Stein. Diese ungebildeten Barbaren haben ihn einfach in die Landschaft gelegt. Warst du schon in der Burg? Nein, die Orks lassen mich nicht hinein. Khan ist sehr beschäftigt. Aber ich bin mir sicher, es dauert nicht mehr lange. Jeder ist käuflich. Ich muss nur noch rausfinden, womit ich die Orks kaufen kann. Erzähl mir was über Nordmar. Ich hatte Glück, dass ich noch über den Pass gekommen bin. Hat mich 3 Flaschen Schnaps gekostet. Zum Glück nur dieser Nordmar-Fusel. Boah, das Zeug ist ungenießbar. Also, was war jetzt in Nordmar? Ach so, ja. Keine 10 Pferde bringen mich da wieder hin. Es ist furchtbar kalt und man verläuft sich ständig. Hätte ich keinen Führer gehabt, wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Er hat mir auch das Artefakt verkauft. Mhm. Einen Moment, ich speichere einmal. Dann will ich... Jo! Nice. Alis Truhe. Ich habe schon mal den Schlüssel. So. Wo führt das hier hin? Elite-Krieger. Lass mich raten, das ist die Arena wahrscheinlich, ja? Curtis! Bist du hier, um ein paar Goldstücke zu machen? Oder willst du dir den Respekt der Orks verdienen? Hier kannst du beides. Ich bin Curtis, Chef dieser kleinen Arena. Hm? Was kann ich hier gewinnen? Jeder Kampf kostet 100 Goldstücke. Wenn du gewinnst, bekommst du 150 zurück. Das ist nicht besonders viel. Das ist auch keine besonders große Arena. Das Was stimmt. Du deinem Gegner abnimmst, gehört ebenfalls dir. Noch was. Besiegst du meinen besten Mann, kann ich dir noch ein paar Tricks zeigen. Verstehe. Noch nicht. Ich will jetzt erstmal alle kennenlernen. Muff. Du bist neu hier, was? Ja. Wenn du willst, kämpfe ich gegen dich in der Arena. Kannst dich bei Curtis melden. Ihm gehört die Arena. So, wer ist das? Woran? Hi, kämpfst du auch in der Arena? Kommt drauf an. Verstehe. Du wolltest eigentlich in die Burg, wie die meisten hier. Ja. Was ist mit dir? Die Burg habe ich mir aus dem Kopf geschlagen. Ich bin nicht gut genug. Ich hoffe, ich kann in der Arena wenigstens ein bisschen Gold machen. Wenn einer in die Burg kommt, dann Spike. Er ist der beste Kämpfer von uns allen. Okay, wer ist Spike? Er hier wahrscheinlich, hier. Hi. Wenn du gegen mich kämpfen willst, rede mit Curtis. Er organisiert die Kämpfe.
Hier können wir dann auch gut abhängen, ne? Axt, und was ist da drin? Köpfe, okay. So, erstmal gucken. Darf ich hier dran vorbei? Ja. So, wer ist denn das? Ist das Ali? Ali. Können wir gleich an seine Truhe gehen, wenn er hier immer wieder mal hochgeht? Hier wurde jemand begraben. Halt, Mora! Was ist los? Hier gibt es nichts für dich zu holen. Kehr wieder um. Ich habe Schnaps. Willst du einen Schluck? Ich habe Schnaps. Willst du einen Schluck? Es gibt nicht viel, was ihr könnt. Aber euer Schnaps ist gut. Bah! Willst du mich vergiften, Mora? Wo ist das Zeug, das er letzte Woche gebracht hat? Willst du anderen Schnaps? Willst du anderen Schnaps? Ja, Mora. Nordmara Nebelgeist. Eine Flasche für meine Männer und eine für mich. Treib das auf. Dann hast du meinen Respekt, Mora. Ich bin übrigens auf der Suche nach Xardas. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Ja, und? Und deshalb muss ich nach Nordmar, klar? Ja, und jetzt kehre um. Vergiss es einfach. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Ja, und genau deshalb stehe ich hier. Um mir das Leben schwer zu machen? Um Moros davor zu bewahren, aufgefressen zu werden. In Nordmar herrscht Krieg. Da bist du ganz schnell tot. Kapiert? Ja, okay. Erzähl mir von Nordmar. Erzähl mir von Nordmar. Wir kamen über die Berge nach Nordmar und sahen die Truppen des Königs. Sie besetzten die große Schmelze und bauten sich Waffen aus Erz. Es war leicht, sie zu besiegen. Jetzt gehört uns die große Schmelze. Kein Morra darf dorthin. Wir töten alle, die sich der Schmelze nähern. Deshalb kannst du nicht nach Nordmar gehen. Kapiert? Es muss doch einen Weg geben, wie ich nach Nordmar komme. Es muss doch einen Weg geben, wie ich nach Nordmar komme. Wenn du wirklich so dumm bist, dann kriegst du eine Chance. Was für eine Chance? Werde Jäger. Tom und Wilson, die Morra-Jäger, gehen nach Nordmar. Sie wissen, wie sie überleben. Wenn sie sagen, du kannst gehen, lasse ich dich durch. Okay, wo ist Ali hin? Ich hoffe, der ist jetzt nicht bis ganz nach unten durch. Ich will noch in seiner Truhe gucken. Ah, Ali geht nach oben, okay. Oder wenn wir hier entlang gehen. So, wer ist das? Gnar. Halt, was willst du? Ich habe gehört, du willst Felle. Ich habe gehört, du willst Felle. Ja. Hast du Wolfsfelle? Ich guck mal nach. Wolfsfelle, genau. Willst du dieses Schattenläuferfell kaufen? Willst du dieses Schattenläuferfell kaufen? Zeig her. Der Jäger hat meinen Respekt. Es ist Ehre in diesem. Wo hast du es her? Ich habe es selbst entdeckt, ich habe es gefunden, ich verkaufe es für Wilson. Ich verkaufe es für Wilson. Er ist ein großer Jäger. Hier sind 400 Goldstücke. Ich kaufe es. Das Fell kostet 500 Goldstücke. Das Fell kostet 500 Goldstücke. Pass auf, was du sagst. Ich habe dich bezahlt. Das Fell gehört mir. Was soll denn der Scheiß? Flint schickt dir, schick dir Schnaps. Flint weiß, was ein guter Schnaps ist. Stark und klar wie das ewige Eis. So. Ich will in die Burg. Ich will in die Burg. Wir brauchen keine Morras in der Burg. Wir brauchen Krieger und Jäger. Was ist in der Burg? Was ist in der Burg? Khan. Er hat dort seine besten Krieger versammelt. Gemeinsam planen sie dort den Sieg über deinen König. Erzähl mir von Khan. Erzähl mir von Khan. Seine Feinde zittern,
wenn sie seinen Namen hören. Er hat diese Burg erobert. Eure schwachen Paladine konnten ihn nicht besiegen. Nicht mehr lange, und dein König wird vor ihm im Staub kriechen. Lässt du mich in die Burg? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay. Muss ich jetzt eben Wilson die schlechte Nachricht sagen? Und es kommt noch schlimmer. Wo ist denn Wilson? Ich weiß nicht, ob du damit rechnest. Gnar hat das Fell. Gnar hat das Fell. Sehr gut. Richtig, aber trotzdem gib mir das Gold. Das nicht so weiter. Gnar hat mir nur 400 gegeben. Was kann denn schon groß passieren? Gnar hat mir nur 400 gegeben. Ich weiß, du wirst zwar nie ein guter Fellhändler, aber wenigstens bist du ehrlich. Von mir aus kannst du bei uns mitmachen. So, bin ich jetzt dabei? Bin ich jetzt dabei? Was war mit Tom? Ich werde ihn fragen. Mach das. So, bring mir was über die Jagd bei. Bring mir was über die Jagd bei. Was konnte er nochmal? Achso, genau. Und es kommt noch schlimmer. Tom? Stimmt, da fehlt noch was. Was kann denn schon passieren? Ist Ali wieder hier? Ali ist nicht hier. Okay, dann speichern wir mal. So, was haben wir hier? Ein Sklavenboot. Ein Jagdboot. Und dann hier Arnstein. Flammenschwert rufen. Ich nehme mal alles mit. Liebeskunst plus 1. Als Artefakt. Erfahrung plus 500. Hier ist Alis Artefakt. Hier ist Alis Artefakt. Ich hatte recht. Er hat es gestohlen. Weißt du, was das ist? Ein Ahnenstein aus Nordmar. Du bist ein Mann der Tat. Von mir aus kannst du bei uns mitmachen. Klär den Rest mit Wilson. Ich kann den Ahnenstein nach Nordmar bringen. Ich kann den Ahnenstein nach Nordmar bringen. Darüber reden wir, wenn du einer von uns bist. Okay, was ist ein Ahnenstein? Was ist ein Ahnenstein? Die Nordmarer platzieren sie vor den Grabhöhlen ihrer Ahnen. Sie sollen die Geister besänftigen. Ali ist nichts weiter als ein elender Grabschänder. Okay. Warte mal, wir haben jetzt gerade irgendwie einen Ruf erhöht. Ruf Nordmar immer noch 5? Oder hier Faring. Faring haben wir erhöht auf 24. So, Wilson. Tom hat nichts dagegen, wenn ich bei euch mitmache. Tom hat nichts dagegen, wenn ich bei euch mitmache. Gut. Dann fehlt dir ja nur noch eines, um ein Jäger zu sein. Eine erfolgreiche Jagd. Auf der anderen Seite des Flusses, beim Friedhof, tauchen immer wieder Lurker auf. Gorok will, dass sie verschwinden. Wir gehen zusammen. Machen wir. Ich will aber erst einmal hier gucken. Okay, der ist besser. Der ist aber auch besser. Kann ich das eben hier einmal umtauschen? Warte mal, machen wir so. Wo ist das Fleisch? Packen wir das dann da hin. Und dann würde ich sagen, wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Wir sind jetzt eh schon ein bisschen länger dabei. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.